So langsam wird's ernst, Freunde, wie die wilde Jagd kommt. Ja, diese Freude wird, glaube ich, nicht lange währen. Gleich kommen die bösen Jungs. Bestimmt. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung. Das ist doch schön, Ciri. Das ist doch schön. Was? Oh. Kleine Schwester. Oh oh. Der Zauber war, glaube ich, gar nicht gut. Scheiße, Mann. Ach, Triss. Wir haben echtes Problem, Junge. Wir haben echtes Problem. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Jagd wird bald hier sein. Uns bleibt kaum Zeit. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Wir sollten nicht hier draußen bleiben. Ja, kommt, wir sollten den Rat einberufen. Eieieiei. Das wird, glaube ich, übel ausgehen. Wie schön, dich zu sehen. Ach, Voltan ist auch schon hier. Perfekt, Jungs. Ach, Moisek ist auch schon da. Alle sind hier, Jungs. Also, das wird ein dicker Fight, glaube ich, gleich. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Jeden Fall, Mann. Grüß dich, Wolf. Oh, warte mal. Ich habe einen neuen... Ich habe noch einen Fähigkeits... Stufe 27? What? Nicht schlecht. Das kann ich noch nicht machen. Nein, scheiße. Was ist das denn? Komm. Ne, warte mal. Escape abbrechen. Wir müssen halt jetzt noch ein Level und ich könnte das... Aber mit Level 27, Freunde, kann ich diese Rüstung hier tragen. Ich glaube, Yennefer und Dings werden mich gleich ganz böse hops nehmen, ja. Ich habe da irgendwie ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Scheiße, Mann. Ich glaube, das werde ich aufbrauchen gegen die Tennisse. Und warum ist meine Armbrust schon wieder... Ich habe irgendwie ganz... Oh, was ist das denn? Und wieso ist das so viel stärker als meins? Wann, wo habe ich das her? Na, dann gib her, Mann. Was kann ich denn da drauf machen? Anders? Rüstungsdurchbruch und kriege ich da... Oh, nice. 5% Angriffskraft kommt noch drauf. Let's go. Ich glaube, wir werden mies hops genommen von den beiden jetzt. Egal, Mann. Hat sich voll gelohnt. Wir haben beide flach gelegt. Ups. Sorry. So. Eine Illusion. Ja, guck mal, wen wir da haben. Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, lass meine Kommode in Ruhe. Wirfst du dich für die wilde Jagd ins Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst ins Schale. Mhm. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich fühle dich ganz wie zu Hause. Du wirst keine großen Annehmlichkeiten finden. Fühl dich trotzdem wie zu Hause. Junge, hier sind sie alle da. Die ganzen, diese Jutta fehlt jetzt nur noch, die ich auch noch flachgelegt habe. Ah, Junge, sie sind alle hier. Fuck, Mann. Was habe ich getan? Ganz schlecht. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen, seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen und zwingen, im Wald zu landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Okay. Ciri ist am wichtigsten. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Genau, Ciri. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Wir müssen zusammenarbeiten. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Okay, und jetzt zum Rest des Plans. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Okay, was können wir im Labor machen? Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Okay, Hexerfallen oder Tränke? Das Ding ist, Tränke sind ganz gut. Nehmen wir die Tränke. Wir werden uns eben eins gegen eins. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Ja, wir kämpfen sowieso Schwert an Schwert. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Wir haben doch alle Waffen, oder nicht? Wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ich bin auch dafür, dass wir die Mauer reparieren. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, an die Arbeit. Ja, erledigt.
Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Ja. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Ciri passt das aber gar nicht, dass sie nicht mitmachen darf. Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Okay, jetzt geht's los, Freunde. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Na, ist nicht ganz unwichtig, denke ich. Okay, wie laufen die Vorbereitungen? Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Perfekt. Danke für alles. Ja, ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Okay.